Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Hausbilder. So, ich glaube, ich nehme diesen Metallzaun. Den kann ich besser so ineinander integrieren, glaube ich. Oder ich mache es so. Ja. Geht eigentlich. Diese dämliche Schaufel, hau doch mal ab. Ja, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. So, dann müssen wir halt hier bisschen enger rübergehen. Nein, will ich gar nicht. Ich will mir meinen Bauplatz nicht verkleinern lassen. So. So. Und hier geht das auch ganz gut. Halt. Wäre doch gelacht, wenn wir das hier nicht schön kriegen. Kann ich hier mit dem Rasenmäher? Nee, leider nicht. Okay, ich sehe, wir haben hier auch noch ganz schön viel Baumaterial. Das können wir alles verkaufen. Hier. So, das Ding. Hier hin. Oh. Silberne Vase. Sehr schön. Was war das? Hm. Diese Vögel, ne? Okay, Bauzeug haben wir hier auch noch. Packe ich da rein. So, dann ist das auch weg. Schubkarre. So, das ist weg. Fährt hier noch irgendwo was rum, dieses Gerüst.
Ach ja, das Gerüst fährt rum. Tatsächlich. Da fahren wir mal hier lang. Und dann fahren wir mit dem Gerüst. Das fahren wir mal nach da hinten. In den Sumpf. Zu der Ente. Oh, war hier nicht noch was? Wenn ich nicht rankam. Naja, jetzt ist es weg. So, den Schubkarren, den fahren wir auch mal weg. Können wir den? Ja, sehr gut. So, aus dem Weg mit dem Ding. Und der? Ne, hüpfen können wir mit dem leider nicht. Ihr wisst, wo der hinkommt. So. Rasenmäher versenkt. Wir machen uns das hier richtig schön. Betonmischer kann man leider nicht wegtun. Okay. Naja, kann ich zwar nicht verkaufen, aber lasse ich trotzdem da drin. So, das Zeug hier. Ich würde das hier gern aufschütten. Naja. Machen wir mal hier weiter. Ein dekorativer Metallzaun. So. Und so. Habe ja fast ganz gut getroffen hier mit meinem Pfosten. Da war ich gar nicht so weit daneben. Vielleicht noch einen. So. Ja, bei dem ganzen Gebaue für Fremde muss man auch mal an sich selber denken. Das hier wird jetzt meine Bude. Huch, habe ich weggemacht. Na egal. So. Ja, ich weiß, da fehlt jetzt ein Pfosten. Hier so, aber ist mir egal. So viele Pfosten brauchen wir eigentlich nicht. Da habe ich es etwas übertrieben. Ein bisschen arg viele Pfosten. Oh, hier mache ich dann auch ein Tor hin. Dämliche Halogenstrahler. Na. So. So. Ja, gut. Schauen wir mal. So,
Also das hier sieht doch schon mal richtig schön aus hier. Richtig schick. So, der Metallzaun. Mit dem Zaun. Wenn die Sachen nicht so ganz ineinander reinpassen, dann mache ich es ja wie manche Programmierer. Sowas hier zum Beispiel. Wenn man da drin guckt, sieht ähnlich aus. So. Da fällt mir irgendwie ein, ich muss dringend mal wieder Minecraft spielen. Und dieses Mal sollte ich mir vielleicht irgendwie angewöhnen, öfters zu speichern oder so, dass das nicht mehr passiert wie das letzte Mal, als ich meinen Scheiß nicht mehr wieder gefunden habe. Stellen wir den mal hier hin. Da kommt dann auch nochmal ein Tor hin. Dieses oder dieses? Glaube ich, genau das gleiche. Hm? Ach ne, einmal geht es nach innen, einmal nach außen. Wahrscheinlich ist das der Unterschied. So, sieht doch gut aus. Ja, dieses Loch ist mir egal. Was ist das? Ah, ne, geht nicht. Schade. Naja, egal. So. Dieser dämliche Stromkasten hier in meinem Grundstück gefällt mir auch gar nicht.
Naja, so ungefähr. Die Grundstücksgrenze, naja, das da ist noch wieder einer zu viel. Das mit der Grundstücksgrenze sehen wir hier nicht so eng. Da darf man auch mal so ein bisschen an den Rand der Straße bauen. Huch, ist einen verkauft. Na, schade. Wo ist er denn? Der hier war's, ne? Und dann. Oh, hier so ein bisschen schräg. Ja, sieht doch schon ziemlich cool aus. So, nur das ist zu schräg. So. So, jetzt haben wir 20 Minuten hier Zaun gebaut. Ist mir egal. Hab schon Schlimmeres gemacht. 20 Minuten Mähfolgen zum Beispiel. So. Dann machen wir den jetzt noch hier hin. Und fertig. So, gut ist. Nicht noch angelassen. Schön. Rundum schön eingezäunt. Das hier gefällt mir nicht. Weg damit. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn für innen? Tisch, Baumtopf. Topfpflanzen. Bank, Deko, Schubkarre, Gartensessel, Garten, das ist alles Gartenzeug, das ist alles für draußen. Holztisch, Gartenlampen.
Blumenbeet, Hecken, Marmorstatuen, Christmas Tree. Oh, Christmas Tree. Oh. Der geht doch bestimmt auch rein, oder? Hier ins Wohnzimmer. Ist das das Wohnzimmer? Ja, wahrscheinlich schon. So. Ah, wie mein Arm wehtut. Ah, übel. Ja. Gut, schön. Haben wir hier einen schönen Weihnachtsbaum. Komm, dann machen wir hier noch ein paar Geschenke dazu. So. So, eins noch. So, mit ein paar Geschenken. Konifere. Was haben wir hier? Christmas Girlande. Können die da hin machen? Auf dem Boden. Ah, so. Auch noch. Oh, schön. Bisschen weihnachtlich geschmückt. Ich glaube, das ist die Garage. Später mal. Naja, so, dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Folgenpause und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was wir hier sonst noch so rumspielen können, um das Haus hier ein bisschen schicker zu machen. Ja, und bis dahin macht's mir gut. Tschüssi.